In diesem Tutorial geht es darum, wie ich mit einem mobilen WLAN-Router ins Internet komme. Dazu zeige ich jetzt erst einmal den Bildschirm, damit wir das Wireless LAN und bzw. WLAN, damit wir das finden. Ich habe hier so viele Apps drauf, dass ich jetzt erstmal alphabetisch geordnet zum Wi-Fi Analyzer App gehe, damit ich die ganzen WLAN-Sender hier sehe oder WLAN-Router, Hotspots, was es alles gibt, die WLAN senden. So, jetzt geht es mir darum, ich will einmal zeigen, wie ich vorgehe hier. Ich habe hier einen mobilen WLAN-Router und jetzt zeigen wir einmal eben die Aussteuerung davon. So, ich habe ihn eingeschaltet, dann beginnt er zu suchen, das Netz, und dann, sobald er das gefunden hat, ich zeige Ihnen das mal so auf dieser Seite, glaube ich, sehen Sie es am besten, jetzt hat sich das Netz eingestellt. So, und jetzt schauen wir einmal, wie wir da reinkommen. Ich nehme jetzt ein Smartphone zur Hilfe und lege dann den WLAN-Router mal hier oben einmal hin, damit man ihn im Hintergrund noch sieht. So, jetzt suche ich auf einem Smartphone, versuche ich diesen Router zu benutzen, und dazu ziehe ich immer von oben nach unten die App, also damit ich eine anderes Einstellungsbild bekomme. So, hier kann ich, Entschuldigung nochmal, ich ziehe noch einmal runter. Ist gerade ausgegangen, weil ich zu lange gewartet habe, an der Seite. So, jetzt bin ich auf dem Home-Bildschirm und egal wo ich jetzt bin, ziehe ich von oben nach unten einmal runter und jetzt schaue ich einmal, WLAN ist eingeschaltet, und damit ich die genauen Einstellungen sehe, in welchem WLAN-Netz befindet sich mein Router, kann ich jetzt also hier auf das WLAN-Feld tippen, wo WLAN steht, da tippe ich drauf und da sehe ich, ich bin mit einem anderen Gerät verbunden. Und jetzt tippe ich einmal da drauf und sage Abbruch. Oder war das jetzt nur der Abbruch davon? Dann versuchen wir es mal andersrum. Das ist jetzt die Xbox, sagt die Signalstärke sehr gut. Sehen Sie auch, ist ja klar, liegt ja direkt vor mir das Gerät. So, jetzt sage ich einmal verbinden. Mal schauen. Jetzt hat er das abgerufen und jetzt bin ich über die Xbox hier im Netz. So, jetzt schaue ich einmal, ob das so klappt. Dazu, ich gehe noch einmal zurück und jetzt suche mir einen, wo ich aus WLAN komme. Nehmen wir einmal, also wie gesagt, bei mir ist immer alle so viele Apps da drauf, dass ich das einmal versuchen kann. Ich gehe mal auf YouTube, ja, mal schauen, ob das so klappt. Na, habe ich nicht richtig gedrückt. Ah, da kommt es da, Netz ist da, müsste also eigentlich ja das Blaue da im Hintergrund, das müsste das sein. Jetzt suche ich doch einmal ein Video von unserer Gruppe Digitale Welt, SOVD, und da nehme ich mal ein kurzes Video. Was haben wir denn da Schönes? Datei mit Programm meiner Wahl öffnen, das bezieht sich jetzt diesmal auf den oder eine App oder Widgets auf dem Home-Bildschirm. Das nehmen wir einmal. So, und dann tippe ich das einmal ein. Ja, Sie sehen, es geht. Damit ist das Tutorial beendet. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.